Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Die Wörter und die Texte von denen hier in IC, Digga, das ist so geil gemacht. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einer der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Koffer. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Fritz, viel Glück. Durchgeknallter Brandstifter, da machen wir die doch gerade mal. Ne, hier können wir nicht rein. Was haben wir da drin? Da ist nichts. Da, ich hab was. Zunder. Der Brandstifter muss hier eine Fackel angezündet und sie aufs Dach geworfen haben. Und dann steht er durch den Garten verschwunden. Ein Mann, ein großer. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Eher Igluir! Seht ihr noch irgendwo was, Chat? Machen wir die durch. Der ist hier lang ins Wasser. Da wollte er seine Spuren verwischen, bestimmt. Ah, hier. Da ist was aus dem Schiff gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Schau mich nicht so an! Hat seine Stiefel im Schiff verloren. Er blutet. Aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Ich habe kein Geld mehr. Pass auf dich auf. Ich muss jetzt wieder Geld machen. Dann kaufe ich alles, was du hast. Die Spur führt wieder ins Dorf. Jung erzählt. Er war eines verschwunden. Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Der Jagd war geschnappt und verhört. Er hat gezappelt und geschrien. Bumm, da haben sie ihm den Kopf abgehauen. Ja, so war's. Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen erzählt. Hier endet die Spur. Aber ich erkenne ihn an den Wunden. Ah! Was ist denn bei dir los? Komm mal her, ich will mit dir reden. Wie?
Ja, wenn du mich so anmachst und so vor mir stehst, dann muss ich dir leider alles wegnehmen, was du hier in den Dings hast. Ich bin vom Zoll und das ergibt keinen Sinn, was du hier machst. Von ertrunkenen Clown. Das muss er sein. Ei, Junge. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles, oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Was für ein linker Hund. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Ja, dann komm mal her. Ganz ruhig, komm jetzt. So, siehste. Komm mit, mein Junge. Ich nehme deinen Sohnemann mit, gell? Ich muss mich entschuldigen. Ich gehe mich entschuldigen. Ja, das will ich hoffen, Junge. Komm. Komm mal mit hier raus hin. Komm mal, hier ist hier Regen. Genau, da wirst du wieder klar ein bisschen. Komm. Komm, Jung, auf. Komm mit, Charles Baxen, wie er hier rumschmeckelt. Gibt's nicht. Auf, komm. Put. Wird die Luft etwas abkühlen. So, komm auf, Jung. Zweiter Service bei den anderen Knie. Boah, was läuft der langsam, Chat? Was läuft der langsam? Zweiter Service bei den anderen Knie. Kommt. Komm. Zu viel los, gesoffen. Aufwachen. Ja, auf jeden Fall, Digga. Was? Was ist los? Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Knapp? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht! Hey, Soldat, auf ein Wort! Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Oh. Härter konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen. Und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Das will ich jetzt hoffen, Alter. Und lässt ich konnte einfach ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Ja, gute Preise.
Quest? Wo haben wir hier noch eine Nebenquest?